Es ist das Mammutprojekt schlechthin, die Wasserstadt Limmer. In Hannovers Westen soll damit ein komplett neuer Stadtteil entstehen. Doch statt der bisher vorgesehenen 600 Wohneinheiten sind jetzt bis zu 2200 neue Wohnungen geplant. Das stößt bei den anliegenden Bewohnern auf wenig Begeisterung. Mit dem gestrigen Rundgang und der anschließenden Diskussion möchte die Stadt Hannover die Bürger mit ins Boot holen. Ob das funktioniert hat, sagt Ihnen Helga Kania. Noch ist das ehemalige Fabrikgelände eines Reifenherstellers in Hannover-Limmer Brachland. In den nächsten Jahren sollen hier etwa 2000 Wohnungen für 5000 Menschen entstehen. Soweit die neuen Pläne der Bauverwaltung Hannover. Die Bürger aus Linden und Limmer beschäftigen sich seit Jahren mit der Entwicklung des Geländes und hielten nur ein Drittel dieser Kapazitäten für angemessen. Die Präsentation der neuen Bebauungspläne hat sie sehr überrascht. Ja, die Leute sind deshalb dagegen, weil sie quasi von den Verwaltungsvorschlägen überrumpelt worden sind, muss man so sagen. Weil wir in der Sanierungskommission hier in Limmer, das ist das Bürgerbeteiligungsgremium, seit über 10 Jahren über diese Fläche und auch über die Frage der Ausnutzungsmöglichkeiten intensiv auch mit der Anwohnerschaft diskutiert haben. Und das, was jetzt auf den Tisch gelegt wurde, nicht dem entspricht, was wir 10 Jahre diskutiert haben. Jetzt sollen die Bürger mit ins Boot geholt werden. Die Ratsfraktion der Grünen in der Stadt organisierte am 4. März einen Geländerundgang mit anschließender Diskussion. Unter Führung von Bauhistoriker Sid Auffarth wurden die alten Gebäude besichtigt und das Gelände erkundet. Die teilnehmenden Bürger äußerten sich sehr kritisch zu den Plänen mit der 5- bis 8-stöckigen Randbebauung und der niedrigen Mitte. Und die ist total verschattet dann, diese Fläche. Ja, also wer sagt, ja, da hinten gibt es ein bisschen mehr, da haben wir gekämpft. Also es macht eigentlich keinen Sinn, eine Uferfläche zu verschatten, deswegen frage ich. Ja. Okay, und auch der Blick ist jetzt, also die paar Leute, die dann rausgucken, es stehen nicht im Verhältnis zu den vielen Leuten, die sich diese Dinge angucken müssen. Was die Limmeraner und Lindener am meisten umtreibt, sind die 5000 Neubürger. Dies wurde bei der Podiumsdiskussion in der sogenannten Transition Hall deutlich. Vor allem Ortsbürgermeister Rainer Grube befürchtet durch fehlende soziale Durchmischung eine Ghettobildung auf dem Gelände. Er fordert den Stadtrat auf, durch gezielte Förderung allen Bevölkerungsschichten ein Wohnen zu ermöglichen. Der baupolitische Sprecher der Grünen im Stadtrat verweist auf Grenzen der Förderung durch die begrenzten Mittel der Stadt. Es gibt eine Meinung der Grünen Ratsfraktion dazu, und zwar, dass im Großen und Ganzen, was hier jetzt vorgestellt wurde, dass das auch so umgesetzt werden soll. Es gibt aber, ich denke mal, berechtigte Interessen der Anlieger hier und es gibt auch berechtigte Interessen der Menschen, die hier eventuell herziehen wollen. Und mit denen möchten wir gerne ins Gespräch kommen und schauen, was hier passieren soll. Die Bürger dagegen haben vor allem Angst um ihren Stadtteil, der aus ihrer Sicht so viele Neubürger nicht verkraften kann. Ein Ausweg könnte sein, ihre Kompetenz bei der weiteren Planung zu nutzen. Aber wie weit noch eine Änderung der Pläne möglich ist, daran kann man zweifeln. Man kann das nicht als normales Baufeld hier betrachten, wo 5000 Leute angesiedelt werden und 20 Jahre warten, ehe sich so ein bisschen Gemeinschaftliches oder Nachbarschaftliches entwickelt. Vielleicht helfen die Kerzen, den Stadtoberen den richtigen Weg zu weisen.